Hallo und herzlich willkommen zurück zu Princess Peach Showtime. Beim letzten Mal haben wir hier dieses Cowgirl-Muster für unser Kleid in der Wild West-Level freigeschalten. Und heute geht es weiter mit das Fest der Leckereien. Los geht's. Okay, das hat man schon in ein paar Trailern zum Spiel gesehen. Das ist jetzt hier das Patissiere-Level. Oder Patisserie-Level. Und das wird lecker. Peach Time. Oh, hier findet ein Naschfest statt. Hier werden Leckereien zubereitet und alle dürfen sich damit den Bauch vollstopfen. Alles klar. Schön, das wird großartig, ja. Alter Zockertrick. Immer zuerst am Anfang den Anfang absuchen und gegebenenfalls nach links gehen. Weil irgendwann könnte da mal was versteckt sein. So, was gibt's hier? Nirgendwo ein Schurke zu sehen. Gehen wir zum Tor. Das Festival wird dort stattfinden. Nirgendwo ein Schurke zu sehen. Das ist fast schon zu gut. Fängt das Fest bald an? Oh je. Leckereien. Oh nein. Gib den Keks her. Und die Köche natürlich auch. Aber in erster Linie den Keks. Schnell hier entlang. Aber der Keks, kann ich nicht zuerst ein Stück davon haben? Bitte? Oh. Die klauen die ganzen Kekse und Kuchen. Aber nicht mit mir. Ah, der Typ hatte die Schleife. So früh schon? So früh im Level? Das ist interessant. Und fürs Besiegen der zwei Vögel gab es auch nochmal einen Stern. Alle Kekse weg. Ey, kein Problem. Wir machen neue. Ich helfe euch. Karten. Okay. Ah, zum Aufsammeln von Früchten. Alles klar. Ja, okay. Die Erdbeeren sind wirklich noch nicht reif. Aber mit dem bisschen Funkelzauber wird das schon. Oh, stellt euch mal vor, das würde echt gehen. Einmal so mit der Hand so in einer magischen Bewegung über die grünen Erdbeeren drüber fahren und dann hat man sie. Oh, das wäre so cool. Und den Stern habe ich gerade gesehen. Der war auch nur so halb hinterm Vorhang zu sehen. Was ist das hier? Wheat! Also, Weizen. Ah. Kann ich ja noch was mit dem Funkelzauber machen? Ich schätze nicht. Ich meine, wir haben hier auch schon einen Stern gefunden. Hier wird es dann wohl keinen zweiten geben, oder? Hier kann man hinten hin. Nee, auf in die Küche. Alles klar. So, jetzt wird gebacken. Hier werden die Leckereien gemacht. Los geht's. Alles klar. Oh nein, wo ist der Chef der Patisserie? Ja, da kann ich, denke ich, ein bisschen aushelfen. Wenn ihr die Zutaten stellt, stelle ich den Koch. Oder nicht Koch. Patisserie-Chef. Patissier. Oder Patissiere.
Wisst ihr, an was ich gerade spontan habe denken müssen? Einerseits an Pokémon, da gab es nämlich auch so ein Sahne Bisee Pokémon. Und andererseits an dieses eine Kirby-Game. Dieses Online-Spiel, wo man so irgendwo entlang rollen musste. Das Fest beginnt, weil backen wir Kekse für die Gäste. Gehen wir es an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe teilweise Befürchtungen. Und zwar fürchte ich, dass es hier in dem Spiel, auch wie in Super Mario Bros. Wonder, früher oder später sowas wie eine Art Rhythmus-Level geben wird. Und davor habe ich wirklich Angst, weil das liegt mir überhaupt nicht. Und als ich die Trailer gesehen habe, hilf uns bitte, Kekse zu backen. Und zwar so viele wie möglich. Lege die fertigen Kekse dann auf den Wagen, backen wir uns erst einmal etwas warm. Steuerung. Drücke wiederholt B und höre rechtzeitig auf, damit die Kekse gelingen. Nicht zu viel rühren. Okay. Das kann man noch ein bisschen mehr machen. Dann bekommt man extra viele Kekse raus. Alles klar. Hier, wenn er braun ist, wenn der Teig so leicht braun wird, ist es okay. Sobald der Regenbogenfarben hat, bekommt man extra viel Zeug raus. Alles klar. Also, extra viele Kekse. Wenn er so bunt wird, so ungefähr. Hier, gönn dir. Ich brauche einen Wagen. Bedienung. Ah, nein, ja, da wollte ich zu viel. Da war ich. Ich habe doch rechtzeitig aufgehört. Gib die noch schnell ab, gib die ab. Nein, ich hätte es fast geschafft. Dafür hätte man auch noch einen Stern bekommen. Ja, und den dritten habe ich nicht gekriegt. Ja, jetzt ist da ein X. Gut, dann versuchen wir es direkt nochmal. Hilf uns bitte, Kekse zu backen, und zwar so viele wie möglich. Ja. Wir gehen die fertigen Kekse dann auf den Wagen. Backen wir uns erst einmal warm. Ja. Wichtig, nicht übertreiben. Rechtzeitig aufhören. Aber doch mehr Kekse backen als beim letzten Mal. Ja, das war wieder nicht so gut. Ach komm, jetzt kriege ich wieder den Regenbogen nicht hin. Einfache. Nein, und die extra vielen sind abgesprungen. Nein, jetzt muss ich mich ranhalten. Gib ab! Uff.
gib ab, gib ab, gib ab, gib ab, gib ab. Auf die letzte Sekunde. Ei. Ja. Was? Oh, ich dachte schon. Ich hab's trotzdem doch nicht geschafft. Oh, das war knapp. Qualität und Quantität sind einfach perfekt. Die Kekse werden allen wunderbar schmecken. Ja, das hoffe ich. Dürfen wir dich weiter um Hilfe bitten? Ja, klar. Eieiei. Da habe ich jetzt gerade kurz einen Schock erlitten. Beeilt euch mit den Keksen. Was? Kekse? Gäste sind schon da. Wie werden die Torten nur rechtzeitig fertig? Oh, Torten. Die Tortenböden sind fast fertig, aber... Oh, du bist hier. So ein Glück. Schnell, schnell. Alles klar. Oh, wieder sowas. Dekoriere die Torten, wie es im Rezept steht. Sag Bescheid, sobald die Torten fertig sind. Auf die Plätze fertig? What? Hä? Steuerung. Drücke B zum Dekorieren. Gib den Theatris mit Hilfe von A Bescheid, wenn du fertig bist. Okay. Oh, das ist... Oh, meine Güte. Oh, ich hoffe, dass das jetzt hier nicht allzu... Ich hoffe, dass die das hier nicht allzu ernst nehmen. Oh, wee. Ah, nee. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Oh. Ja, genau. Hier ein Punkt. Da ein Punkt. Oh nein. Oh nein, ist das hässlich. Um Gottes Willen! Oh nein! Oh, das Level muss ich nochmal spielen. What the? Ja genau. Als ob. Du Schande, 28 Sekunden für die letzte Torte. Ich kann nicht fassen, dass ich... What the? Hä, wie? Ah, zum Glück muss man das hier nicht so genau machen. Oh nee. Rüber. Uiuiuiuiui. Die letzten 4 Sekunden. Oh, das war auch schon wieder so knapp. Oh, Patissiere Peach gefällt mir nicht. Also klar, ist auch wieder super schön gestaltet und super tolle Musik und auch cool integrierte. What? Ich habe einen Stern übersehen? Aber wo? Ich kann doch hier außerhalb von so einer Dekorierstation kann ich doch meine Fähigkeit und alles nicht einsetzen. Wo habe ich einen Stern übersehen? Erweise uns die Ehre, ihn zu platzieren.
Ich bin schockiert. Wirklich, weil ich habe gedacht, ich hätte alles, aber... Aber mir fehlt ein Stern. Wo habe ich... Wo habe ich einen Stern übersehen? Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Ich habe die Schleife gefunden. Ich habe... Oh. Ich denke, ich habe in dem Level nur einmal posiert. Und bisher gab es immer zwei Stellen in den Leveln, wo man so posieren konnte. Und da gab es auch teilweise Sterne drin. Gut, als erstes lege ich natürlich das Patissiere-Kleid an, mit so einem schicken Tortenmuster mit Erdbeeren und anderen Früchten drauf, was doch ganz gut aussieht. Es gefällt mir zumindest besser als hier das Cowgirl-Kleid. Dementsprechend nehme ich das schon mal mit und dann gehe ich nochmal ins Level rein und suche den Stern, den ich verpasst habe. Okay. Nur kurz, ich bin gerade aus dem Garten zurückgekommen. Und wenn man dann hier nach links geht, sieht man hier den Kollegen, der eine Münzen gibt. So. Mir fehlt aber immer noch ein Stern. Und ich denke, ich habe eine ungefähre Ahnung, wo ich den finden kann. Und zwar, nachdem man die Kekse gebacken hat, kommt ja diese Passage mit dem langen Gang. In diesem langen Gang kommt man hoch zur Tür, wo man durchgehen muss, um zu den Torten zu kommen. Da konnte man aber, denke ich, noch auch ein bisschen weiter nach rechts gehen. Und da wäre dann wahrscheinlich der fehlende Stern gewesen. Weil es war ja definitiv zwischen den Keksen und zwischen den Torten. Ich schätze, da wird der Stern sein. Es wird wahrscheinlich auch wieder so ein Posierding sein. Irgendwo unter einer Laterne oder so. Aber zuerst müssen wir nochmal Kekse backen. Was, das schneide ich auch raus. Gut, Kekse wurden gebacken. Ich habe sogar nochmal die volle Punktzahl geschafft. Und jetzt müssen wir die Augen offen halten. Jetzt kriegen wir noch den dritten Stern hier fürs Keksebacken, weil ich es nochmal komplett geschafft habe. Und jetzt ist irgendwo ein Secret, wo es den noch fehlenden Stern gibt. So, die Bühne verlasse ich. Das heißt, hier muss... Die zweite Lampe geht nicht. Hier posieren. Nee? Okay. Ja, dann hier. Hier posieren. Ja. Und hier geht's wieder runter. Alles klar. Und hier gibt es dann auch den letzten Stern. Ich habe solchen Hunger. Dann backe ich was für euch. Nice.
paar Kekse. Hier bitte. Genießt sie. Ja, und dafür bekommt man den noch vielen Stern. Also den, der mir noch gefehlt hat. Okay. Dann quäle ich mich schnell nochmal hier durch die Tortenböden durch. Und dann sehen wir uns am Ende des Levels wieder. Gut, und da habe ich es tatsächlich nochmal geschafft. Jetzt sogar mit 25 Sekunden über. Alle Torten nochmal zu dekorieren. Krass. Ja. Es ist halt einfach, wenn man es noch nie gemacht hat und zum ersten Mal durchspielt, dann ist es doch sehr, sehr schwierig. In diesem Level hier, aber beim zweiten Mal geht es dann doch schon besser. Ist auch wie im echten Leben. In echt klappt es mit Torten oder Keksen auch oft nicht beim ersten Mal. Hier kann man noch posieren, sehe ich jetzt auch gerade, aber das gibt mir dann wahrscheinlich nur Münzen. Ja. Aber die nehme ich natürlich auch gerne mit. Und dann beenden wir dieses Level hier. War auch wieder schön. Gut. Okay. Sehr schön, das war das Fest der Leckereien. Warum steht oben über das Fest der Leckereien neben der Kochmütze eine 1? Stand die Zahl in den letzten Leveln auch schon da? Es wäre mir nicht aufgefallen. Ich habe aber auch nicht drauf geachtet. Ja gut, okay. Dann sind wir hier jetzt mit dem Level fertig und hier in der Mitte geht's dann beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal, teilt das Video, liked das Video, schreibt einen Kommentar und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn es spannend weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.